eine Stadt, 5 Standorte, 22.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und über 2.500 PS starke Exponate. Ich gehe kaputt. Da, eine Max. Oh, eine Zündapp 601 Elastik. Ja, ich bin auf der Suche nach dem Herrn Rehkopf. Treffpunkt ist ein alter Opel. Und ich hoffe, ganz ehrlich, ich find's nicht so schnell. Die Zeit muss sein. Ich spiekse auf jeder Etage schon ein bisschen. Praktisch so ein Museumsaufzug. Bellissima! Was kann da noch kommen? Ich muss im Kfz-Himmel sein. Jetzt fehlt nur noch einer. Ach, Herr Rehkopf, ich habe Sie gefunden. Es ist ja unfassbar. Ich bin so begeistert. Schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ich ziehe schon mal das Hütchen. So, jetzt würde ich als erstes gerne wissen, Herr Rehkopf, warum treffen wir uns an diesem wunderschönen Auto hier? Ja, das kann ich gar nicht genug pflegen. Dieses Auto, das hat nämlich doch viel mit meinem Leben, mit meinem jugendlichen Leben auch zu tun. Denn mein Vater war Leiter einer kleinen Molkerei, verdiente 500 Mark im Monat und konnte sich natürlich keine großen Sprünge leisten. Und hat sich dann irgendwann dieses Auto geleistet hier, natürlich in nicht so schönem Zustand, nicht lackiert, sondern doch, naja, also ziemlich in die Jahre gekommen. Und ich durfte aber so als 11-12-Jähriger dieses Auto dann pflegen und natürlich auch starten. Wenn er eine Ausfahrt machen wollte, dann wurde ich dann alarmiert. Und das machte ich natürlich sehr gerne, das Auto auf den Start vorbereiten. Luftfilter ab, bisschen Benzin rein, die Kurve ran, schon mal durchdrehen, was mir als 12-Jähriger ziemlich schwer fiel. Und ja, wie es dann bei zuverlässigen Monteuren ist, ich musste natürlich dann eine Probefahrt machen. Wie alt waren Sie? Da war ich 12 Jahre und dies mit dem Probefahren war so eine Sache. Das war zwar ein kleines Dorf, das wäre ja nicht so schlimm gewesen, aber direkt gegenüber war die Polizeistation. Gendarmerie stand da dran. Und selbst wenn die Lichter besagter Station aus waren, die Ordnungshüter hatten längst ein Auge auf Karl-Heinz Rehkopf geworfen. Die Spritztouren des blutjungen Autoliebhabers waren aufgeflogen. Und da kam er herausgeschossen aus seinem dunklen Büro, aus seinem dunklen Raum. Halt, stopp, mein Lieber. Wenn du glaubst, ich wüsste nicht, was hier los ist, der irrst du dich gewaltig. Ich beobachte schon die ganze Zeit. Mich haben die Nachbarn schon angesprochen. Aber denen habe ich gesagt, der Junge kann das, der darf das. Aber ich sage dir was, wehe, ich erwische dich, dass du auch nur einmal über das Ortsschild hinausfährst. Dann ist Schluss mit lustig. Das heißt, Sie merken das gut. Das war so ein bisschen schon der Startschuss, die Infektion für eine Sammlung, oder? Ja, nur an der Sammlung, das waren für mich Begriffe, die ich Briefmarkensammlung hatte. Ja. An sowas konnte ich gar nicht denken. Es ging dann darum, überhaupt darum, vielleicht mal selber irgendwie von meinem Fahrrad, dem Muskelbetriebenen, vielleicht auf ein Motorrädchen, was ja nicht nur den Menschen fortbewegte, womit man natürlich auch den Mädchen imponieren konnte, nicht? Was also heute das 7er, 8er, 9er, 10er ist, ja. Das war damals das Motorrad. Und davon gibt es im PS-Speicher, sowie einem zusätzlichen Motorraddepot, verdammt viele. Unter anderem die weltweit größte Sammlung deutscher Serienmotorräder mit 1400 Exemplaren. 2014 hat Unternehmer Karl-Heinz Rehkopf seine einst private Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Guter Mann. Und alles fing mit diesem Stück hier an. Wie alt waren Sie, als das Motorrädchen kam und wo kam das Geld her? Also kein Geld war da und das reichlich, nicht? Ja. Ja, und wenn ich irgendwas wollte, dann musste ich das selber erarbeiten. Nicht? Ich jobbte immer neben der Schule. Schularbeiten war nicht so mein Ding. Auf jeden Fall hatte ich eben dieses Ding gesehen. Ich habe gesagt, das wär's doch. Und 100 Mark, meine Eltern sagten, 100 Mark, wo ich sie herkriegen? Ja, ich gehe in die Tongrube, ich steche Ton. Ja, am Brennofen, ja, aber die 100 Mark reichen doch nicht. Wer soll denn, wovon willst du die Versicherung bezahlen, die Steuern? Also schau, dass du genug erarbeitest. Und dann war das irgendwann okay. Ich war also stolz dann mit meinem Rädchen. Wie alt waren Sie? Da war ich 15, 16. Was haben die Freunde gesagt, als Sie dann ankamen mit dem Motorrad? Weil ich kann mich erinnern. Wo hat der denn die her? Die waren natürlich erstmal ganz, ganz erstaunt. Aber die Motorradfahrer selbst, die sagten, naja, also das Ding mit Pedalen, das ist ja doch kein richtiges klar, Motorrad. Pedale, ja. Aber das konnte man mit einer kleinen, geschickten Handhabung, konnte man dem
das ein bisschen egalisieren. Wenn man die Pedalen jetzt quer stellte, quer auf diese Pedale, nicht? Dann sah es doch so ein bisschen aus wie ein richtiger Motor mit Fußrasten. Wie ist das Gefühl, wenn Sie jetzt da drauf sitzen? Jetzt sind Sie, ich darf es ja mal sagen, Sie sind knapp über 80. Augen zu. Es ist wirklich, also wenn man den Schalter umlegt, ist es genau wie damals. Der Film läuft ab und es läuft so vieles ab. Die bewundernden Blicke der kleinen Mädchen, die bedauernden Blicke der Gesellen im Fleischer- und Bauhandwerk, die natürlich ihre Horex, ihre Enneschuh Max fuhren. Mhm. Aber immerhin, ich hatte ein Motorrädchen. Und wie wir wissen, blieb es ja nicht nur bei einem Motorrädchen. Dieses leicht angestaubte Zweirad ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern hat sogar den Zweiten Weltkrieg überstanden. Herr Rehkopf, jetzt erzählen Sie mir aber nicht, dass das ein Originalfund ist. Dieses Motorrad ist damals versteckt worden vor der Wehrmacht. Die Wehrmacht hat ja alle Autos, alles, was irgendwie zu kriegen war, beschlagnahmt, Autos beschlagnahmt, Motorräder beschlagnahmt. Und die Bevölkerung versuchte, das eine oder andere Auto oder Motorrad zu verstecken. Dieses Exemplar wurde 1977 in Niederbayern entdeckt. Ein Sensationsfund. Denn ihr ursprünglicher Besitzer hatte die Maschine 1939 in seinem Bienenhaus eingemauert, kehrte jedoch nie aus dem Krieg zurück. Natürlich hat sie dann da einen besonderen historischen Wert, auch die Geschichte, das doch, die das Motorrad erzählt. Herr Rehkopf, das ist doch die Königsklasse. Das ist doch das, wovon jeder Sammler träumt. Ja, besser geht's ja gar nicht mehr. Das ist ja Ostern und Weihnachten. Ja. Hoch 10. Ja. Hoch 10. Aber wann kam der Moment, wo man zum Sammler wurde? Das ist natürlich ein weiterer Weg. Nicht? Ja. Zunächst mal hat man ja den Traum, vielleicht das eine oder andere Motorrad, dem man nachgetrauert hat, dem man also neidvoll hinterhergeschaut hat, vielleicht selber zu erwerben. Nicht? Und wenn man das dann macht, hier eins und das auch noch, und hatte doch der Fleischergeselle, der fuhr doch eine Enneschuh Max und der andere fuhr eine Horex, dass man den auch noch bekommt. Und irgendwann kommt ein Freund und sagt, sag mal, du hast ja eine richtige Sammlung, wenn ich das hier sehe. Wieso eine Sammlung? Ach ja, eigentlich hatte ich ja recht. Herr Rehkopf, jetzt möchte ich mal so einen Zeitsprung machen. Gab es irgendeinen Traum, den Sie sich erfüllt haben mit Autos und Motorrädern im hohen Alter? Das ist eine Frage. Ja, hab ich. Was? Die Millimilia, wenn Ihnen das was sagt. Ja, sicher. Die Millimilia. Die Millimilia, die 1000 Meilen, das berühmte Autorennen mit alten Kisten. Durch Norditalien kenne ich als Oldtimer-Fan natürlich. Und in diesem Ford Taunus 15M saß 2016 Karl-Heinz Rehkopf hinterm Steuer. Wie fährt man denn mit so einem Auto 1000 Meilen quer durch Italien? Weil da fahren ja auch richtig böse Rennwagen mit, ne? Ich muss Ihnen sagen, ich bin richtig ein bisschen erschrocken über mich selbst, dass es tatsächlich möglich ist, einen ganz normalen Menschen innerhalb von 3 Tagen zu einem Rowdy werden zu lassen. Das Einzige, was Sie nicht dürfen, Sie dürfen keinen Tod fahren, Sie dürfen kein Überfahren und ansonsten dürfen Sie alles. Und wenn Sie dann erleben, dass Sie in der Ortschaft, der größten Ortschaft in der Stadt 85 fahren und da steht die Polizei und treibt Sie an und sagt, mach mal ein bisschen los. Ne? Genau. Mir hat mal einer gesagt, du erkennst einen Anfänger bei der Millimilia daran, dass er bei Rot eine Ampel noch anhält. Das machst du nicht, du fährst ja ein Rennen dabei. Jetzt klar war Folgendes, es war strömender Regen, plötzlich flog der linke ausgerechnet mein Scheibenwischer weg. Nicht? Und ich hab rausgelangt und konnte, er lag hier in der Rille, konnte ihn hier fischen, angeln und habe dann nach Scheiben, nach Fensterputzerart gesteuert mit der rechten Hand und links die nach Scheiben anhalten. Das ist doch viel Zeit. Man kann sich das nicht leisten. Richtig, anhalten, nur wenn der Motor kaputt ist. Wo kommen wir denn da hin? Ja, da kann man nicht mehr gewinnen. Ja. Wie alt waren Sie, als Sie mitgefahren sind? Ich habe hier gesehen, 2016 war das. Ich war also gerade 80 geworden. Aber 80? Ja, ich bitte Sie. Ich habe mir gesagt, wer weiß, ob ich das im Alter noch werde tun können. Das ist es. Nicht? Man muss es in der Jugend erledigen. Das finde ich auch. Früh genug machen. Respekt. Ja. Ich habe jetzt eine Idee, was ich mit 80 machen möchte. Ist doch vernünftig. Ja. Apropos vernünftig, Karl-Heinz Rehkopf hat mir noch erzählt, dass er seine private Sammlung erst spät öffentlich gemacht hat, weil er nie damit prahlen wollte. Doch mit Mitte 70 kam ihm der Gedanke, dass sich auch die Nachwelt an den bereiften Exponaten erfreuen soll. Da kann ich nur den Hut ziehen. Nicht auch noch Trecker. Automobilgeschichte zum Anfassen. Ein echtes Schlaraffenland hier.
Nicht nur für Autoliebhaber. Oh, den will ich haben. Ach, Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Ach, hier tragen sogar die Kutschennummernschilder. Kettenantrieb, keine Kutsche. Das ist eine Kutsche. Genauer gesagt, es war eine Kutsche. Es war eine Pferdekutsche. Und da hat der Karl Benz irgendwann eine geniale Idee gehabt und hat gesagt, Pferde weg, Motor hinten rein, Motorkutsche. Ist das denn ein Original? Eine der Besonderheiten dieser Kutsche, dass sie absolut original ist. Von wann ist dieses Teil? Von 1893. 93. Ich kann mich schon kaum noch daran erinnern. Ist wirklich alt. Ja. Wie schnell ist denn so ein Ding? Oh ja, das saust schon dahin. Hoch in die 20 km/h, 26, 27, 28 km/h. Das war aber für die damalige Zeit ein echtes Wagnis. Ja. Weil ich kann mich noch erinnern, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob das in England war, wo dann tatsächlich vor den ersten Motorfahrzeugen jemand mit einer Flagge vorlaufen musste, um die Bevölkerung zu warnen. Ne? Sie sagen es, das hat natürlich die Automobilisten, so hießen sie da, natürlich sehr gestört. Und die haben dann gesagt, was machen wir denn da mal, um diesmal zu brechen, das Eis zu brechen? Haben sich dann verabredet, von London nach Brighton zu fahren, haben diese Fahrt angemeldet und hat das Amt gesagt, okay, wenn niemand zu Tode kommt dabei, dann wollen wir uns überlegen, ob wir diese Klausel mal fallen lassen. Also man hat die Fahrt gemacht, es ging gut und seitdem kann man auch in England fahren. Echt rasante Geschwindigkeiten. 6 Pferdestärken hat die Motorkutsche und Rehkopf nahm mit ihr sogar an Rennen teil. Und das Nummernschild der Benz Victoria erst. Fällt Ihnen was auf? Es ist uns nämlich gelungen, diese Motorkutsche durch den TÜV zu bringen und ein Nummernschild zu beantragen und haben damit das älteste Fahrzeug auf deutschen Straßen mit TÜV. Ich weiß, Sie kontrollieren Bremse, okay, hat er. Die kontrollieren Licht, Blinkanlage, der hat keine Blinker. Also ich sehe, Sie sind doch wirklich ein Experte, Herr Lichter, das muss ich mal sagen. Und da haben Sie genau den Finger in die Wunde gelegt. Das waren genau die Schwachpunkte. Da haben wir den Vorschlag gemacht, den TÜV, dass wir doch auf Nummer sicher gehen können. Viel besser als ein Blinker überhaupt, wenn wir von der guten alten Reichsbahn die Kelle nehmen und nach links raushalten, nach rechts raushalten. Ja. Und das hat den TÜV überzeugt und hat mal so reingeschrieben in die Zulassung, die Fahrt, der Fahrtrichtungswechsel ist mit einer Kelle anzuzeigen. Und da fällt mir nur ein Spruch ein, den wir Köche innehaben. Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Ne? So ist es. Sehr gut, den merke ich mir. Jetzt will ich die Benz Victoria aber auch mal in Aktion sehen. Hören kann man sie schon. Unglaublich, unglaublich. Auch wenn ich gerne hoch oben Platz genommen hätte, mache ich es mir lieber im kleinsten Auto der Welt gemütlich. Naja, anders als bei Barbies Puppenküche ist gemütlich in diesem Fall nicht wörtlich zu nehmen. Aber mit meinem Mini-Flitzer kann ich wenigstens noch ein paar Runden im PS-Speicher drehen, bevor ich zurück ins Walzwerk muss. Herr Rehkopf, vielen Dank für dieses einmalige Erlebnis.